Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Yooka-Laylee. Wir wollten uns jetzt endlich mal in die Welt stürzen. Leider hat das mit dem Part jetzt ein bisschen gedauert, weil mein Controller sich plötzlich nicht mehr hat erkennen lassen. Es war ein einziges Desaster, den Versuch zu starten, mit Tastatur zu spielen. Eieieiei. Und zack, sind wir im Buch. Ach, die erste Welt, ich bin gespannt. Oh, habe ich mich geärgert. Ich war so aufgeregt und wollte endlich weitermachen. Und dann geht der verdammte Controller einfach mal nicht. Aber das ist wieder so typisch mein Glück. Stammblocktropen. Ich kann vorweg sagen, dass ich. Oh. Die Musik ist auf jeden Fall schon sehr ins Ohr gehend, also mehr als jetzt die im Hivory Tower. Das war so ein ganz kleiner Kritikpunkt, den ich vorher mal so hatte, dass ich jetzt dachte so, ja, so krasse Ohrwürmer kriege ich jetzt nicht wie im letzten Spiel, aber oh, ist das toll, ist das toll. Ich mag das. Und was ich auch zufälligerweise rausgefunden habe, auf den Tasten, wo später wahrscheinlich noch Fähigkeiten landen werden, sind jetzt so lustige, süße kleine Animationen. So traurig. Oh, Banjo-Feeling. Und los geht's. Okay. So auf jeden Fall nicht. Wir können sogar einfach so stehen bleiben und dann ganz genüsslich, wow, alles einsammeln. Steuerung. Ah, PlayStation Controller. So ein bisschen mit der Genauigkeit habe ich es natürlich auch nicht, aber das wird bestimmt. Aber wenn man das schon gesehen hat, dann ist natürlich klar, dass es ein einziges Debakel werden hätte können, hätte ich das mit Tastatur probiert. Ach, das war so furchtbar. Und ich habe mir bisher eigentlich wirklich gar nichts dazu angeguckt, also zu den Welten. Es ist alles komplett blind, könnte man sagen. Oh, das sieht so toll aus und so groß. Und ich kann hier unten auch überall lang laufen. Na, dann mache ich das doch mal direkt. Und ich sollte nebenher auch immer mal auf die Uhr gucken, damit der Part nicht zu lang wird. Aber ja, wir haben ja noch gar nicht so lange gespielt. Geht's hier runter? Okay, und hier können wir die Passage auch mal lang laufen. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich überall erstmal hingehen soll. Vielleicht ist das doch noch nicht die richtige Ecke. Und wir versuchen uns oben ein bisschen mehr zurechtzufinden. Und auf den ersten zu stoßen, der uns vielleicht eine Quest gibt. Das wäre doch was. Das Ding erinnert ein bisschen an Wall-E. Bist du Freund oder bist du Feind? Möchte ich mit dir reden? Das sieht mir doch sehr stark nach Feind aus. Erstmal so eine Laseraufmachung und da drin ist ein eingefangenes Pagey. Nee, das wird wehtun, wenn wir mit dem Ding in Kontakt kommen. Könnte man hier tatsächlich einfach von außen raufspringen? Nein! Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Gott, zum Glück sind wir auf der Kante hängen geblieben. Aber wir kommen hier so auf jeden Fall nicht hoch. Gott, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Kann man nicht hier irgendwie so ein bisschen Weitsicht einstellen? Oder eine Karte und oh! Das ist ein Charakter. Hallo, wer bist du denn? Ach du meine Güte! Hallo! Ich hatte nicht mit Besuchern gerechnet. Ihr müsst das schäbige Duo sein. Was? Wegen dem Capital B so viel Wirbel macht? Ich darf mich vorstellen. Dr. Puss. Die führende Wissenschaftlerin von Hibori Towers. Zumindest war ich das. Bis dieser ruchlose Dr. Quack mir meine Forschungsunterlagen gestohlen hat.
Yuka, was ist mit ihren Armen los? Psst. Hallo, Dr. Puss. Ich bin Yuka und das hier ist Daisy. Du scheinst ein paar tentakelige, technische Schwierigkeiten zu haben. Nein, nein, alles ist okay. Sogar besser als okay. Ich arbeite nur gerade an meiner Lieblingserfindung, die eine großartige Transformation ermöglicht. Okay. Nach der furchtbaren Angelegenheit mit Dr. Quack blieb nur ein ledierter Prototyp zurück. Aber jetzt läuft die Transformation wieder normal. Naja, abgesehen von dem einen kleinen Vorfall. Ich habe so eine Ahnung, worum es sich dabei gehandelt haben könnte. Wenn ihr in dieser Welt das Molekül, oh nein, für mich findet, kann ich den Detonator anwerfen und euch bei eurem Abenteuer helfen. Okay, Doc, wir werden sehen. Gucke ich gerade nicht richtig oder ist das ein komischer Tippfehler? Ja, es sind nicht nur meine Augen, es ist tatsächlich so. Oh well. Sehen, was wir tun können. Ah, oh, das ist ein Wortspiel. Wow. Hauptsache, ich kriege keine Seepocken, Yuka. Okay, also brauchen wir jetzt das Molekül, damit wir uns später verwandeln können. Na gut, das werden wir wahrscheinlich schon irgendwo auftreiben können. Oh, noch mehr Federn. Ja, okay, wer bist du denn? Was bist du denn? Animierst du uns zu einer Aufgabe? Tut mir leid, ich hab mit dir nichts zu tun, Echse. Für? Ja gut, dann eben nicht. Und was ist das? Lässt sich auf jeden Fall noch nichts Genaues mit erkennen. Ja, dann eben nicht. Laufen wir weiter und schauen wir weiter. Oh, ist das schön, dieses frische Gefühl von einem Level. Später werden wir uns natürlich hier komplett auskennen und genau wissen, wo wir für was langlaufen müssen. Aber jetzt ist es doch pures Erkunden. Vielleicht hätte ich auch einfach den Wegen mehr folgen sollen. Oder kann direkt schon den Tempel hochgehen? Ach, ich glaube, ich gucke mir nochmal vorher den Tempel an. Oder gehe ich? Nein. Nein. Das... Wow! Knappes Ding, knappes Ding. Zurück. Oh. Oh Mann, ich habe mich so erschreckt. Ich habe total vergessen, was ich sagen wollte. Ach, verdammt. Hoch da. Ah, springen wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber hier gibt es Zwischenebene. Wir gucken uns alles an. Ganz genau. So mache ich das nämlich immer, denn ich will natürlich wissen, was es so alles zu erkunden und zu entdecken gibt. Auf jeden Fall nur einen Gegnertyp, der jetzt auch nicht wirklich gefährlich ist. Ach, ich komme ja auch nicht lang, wenn ich nicht... Dann ebenso. Verpassen wir zwar eine... Oh! Wenn das mal nicht unser Freund Trousers ist. Sag an. Schau an, wie krass. Meine alten Kameraden, bitte kommt in mein Büro. Was für ein Büro? Sieht eher aus wie ein zerbröckelnder alter Tempel. Ach ja, kümmert euch nicht drum. Die besten Designer sind an der Sache dran. Die haben schon Preise gewonnen. Nur vom Feinsten. Wie dem auch sei, ich nehme an, ihr seid wegen Trousers berühmten Manövern für Fortgeschrittene hier? Ja, bitte. Wir haben ein paar neue Tricks dringend nötig. Mhm. Super. Weil ihr meine lieben Freunde seid, natürlich, werde ich euch einen echten Bossknacker lehren. Für nur 30 Federn. Ein echtes Schnäppchen.
Moment mal, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Wir schalten Welten frei und du gibst uns Gratiskram. Meine Gratistricks gibt es leider nur in den Hiyori Towers. In den Wälzerwelten gibt es das nicht. Sagt an, welche Sachen ihr interessiert. An welchen Sachen ihr interessiert seid. Dann füllen wir die erforderlichen Formulare aus. Tja, alles Schnäppchen. Na gut, 30 brauchen wir insgesamt. Dann müssen wir wohl noch ein bisschen umsammeln. So, schnell schon weg. Zögert nicht. Diese Angebote gelten nur für kurze Zeit. Oh Mann, ein Zettelspin ist gar nicht mal so einfach. Pö, und von wegen Schnäppchen. Beziehungsweise von wegen Schnäppchen und kurze Zeit. Oh, das sieht nach Stampfattacke oder sowas aus. Ich habe mir jetzt natürlich die Fähigkeiten nicht durchgelesen, weil ich so empört war. Huch, was ist denn? Wie ist denn? Was? Hallo? Es redet auch nicht mit uns. Spannend. Komisch, aber spannend. Na gut, aber jetzt haben wir zumindest eine Mission. Wir brauchen 30 Federn. Ich falle am besten nochmal direkt den Tempel runter. Präzisionsarbeit, daran muss ich echt noch arbeiten. Sonst kann das ja noch was werden hier. So. Ist die Frage, ob man vielleicht an der Controller-Empfindlichkeit noch was einstellen kann. Wäre vielleicht ganz interessant zu wissen. So. Ach, sind ja nur noch 8, die fehlen. Gleich zumindest 7. Eine haben wir, glaube ich, auf der Treppe zurückgelassen. Dann sind es nur noch 6. Und dann können wir uns den ersten Trick holen. Und ich glaube, ich würde mich fürs Stampfen entscheiden. So, jetzt mal schauen. Welche Seiten geht es runter? 2 Seiten. Die andere hatten wir noch nicht, also... So. Nein, ich will hier wieder hoch. Ich will nämlich auf der anderen Seite wieder runter. Na? Eine Rutschpartie mit Federn? Jupp, eine Rutschpartie mit Federn. Aber ich habe keine Lust zu rutschen. Und vielleicht zu riskieren, eine zu verpassen. Peachy glitzert zu uns. Das ist nur ein Stück, Peachy. Armes Ding. Wurdest du angerissen? Und was stellst du da? Ich bin ein Peachy-Stück. Ich wurde von Capital B's Schergen zerrissen und in diesen Dschungel geworfen. Perfekt. Ich habe mir gedacht, sie müsste auf jeden Fall ein bisschen anders klingen als die normalen Pages. Und da sie ja kleiner ist, vielleicht so kleiner. Und sie haben es auch wirklich gemacht. Oh, wie gut. Meine anderen Stücke wurden in der Nähe verstreut. Bitte findet meine anderen 3 Teile, damit ich wieder ganz sein kann. Du armes Ding. Keine Bange, wir werden dich mit dir selbst wieder vereinen. Ich dachte, das hier wäre ein modernes Spiel, Yuka. Sammelobjekte sollten schon einteilig sein. Haha, 4. Wand und so. Ja, okay, dann gucken wir mal. Also ich nehme an, wir sollen hier direkt auf diesem Pfad bleiben. Danke, Trousers. Ja, wir sind good to go, was das angeht. Haben wir es eigentlich hier wieder glitzern? Finden wir die dann so? Ah, perfekt. Ich bin das 2. Peachy-Stück. Noch 2 fehlen. Was? Wann seid ihr denn hierher gekommen? Voll gut, dass ihr mich nicht komplett angegriffen habt. Aber jetzt wohl doch. Okay, wie viele sind denn das? Was? Ist der gerade weggelaufen? Ist das komisch? Sind das komische Dinger? Hallo? Oh! Die Schweinedame, die habe ich irgendwo auch gesehen gehabt. Ey, die kommen ja wirklich aus dem Nichts. Ätzend, ätzend, ätzend. Ich sollte wirklich auf meine Energie aufpassen.
So, gehen wir erstmal zu der Schweinedame und gucken, wer sie so ist und was sie denn so will. Mmh. Zuckerstangen. Oh Gott, wie soll ich sie denn sprechen? Ich möchte nicht die ganze Zeit grunzen. Mampf, Mampf. Guten Tag, junger Krieger. Ich wette, du hast einen Namen, der irgendwie mit Gewicht zu tun hat. Sag, wie heißt du? Man nennt mich Sir Scuffsalot. Ich bin ein stolzer Ritter von Hammerlot. Oh boy. Ich wusste es. Gut, dann berichte uns mal von deiner kühnen Schatzquest. Wahrhaft. Meine Ritterkameraden und ich befinden uns auf einer kühnen Jagd nach dem heiligen Schatzplatz des großen Rempo. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche auf 4 verschiedene Orte aufgeteilt. Ich fühle mich allerdings zurzeit ein wenig zu überlastet. Ach was, um sie zu finden. Würdet ihr mir helfen, meine Ritterkameraden und den Schatz zu finden? Ja klar. Keine Bange, Scuffalot. Wir werden dir helfen, deine Ritter zu finden. Hervorragend! Mein erster Ritter ist ganz in der Nähe. Erlaubt mir, euch einen Hinweis zu geben. Meine Füße sind nass, doch nicht in Sorge versinken. Ich werde in Firmistadt schon nicht ertrinken. Alles klar. Falls wir es vergessen sollten, kommen wir wieder und fragen dich nochmal. Oh, und da war auch der erste Reim. Kommt mir so ein bisschen vor wie beim Rätselraten. Wie war das in der Serie Simsalagrimm? Ja, Simsalagrimm hieß sie. Ach Gott, ich habe mich damals so gerne geguckt. Nicht nur wegen den Synchronsprechern, sondern auch allgemein, ich weiß nicht, ich fand das Ganze total süß gemacht. Und zu der Zeit lief, glaube ich, auch damals Wunschpunsch und ach gosh, das sind Kinderserien, die mich auch extrem geprägt haben. Tja, und was heißt hier Schweinedame? Wir haben das Schwein nicht nur im Geschlecht ein bisschen beleidigt, indem wir die Gender falsch assumed haben, sondern, ja, es ist auch noch ein Ritter, was ich erst überhaupt nicht auf den Bildern gesehen habe. Ah, nein, ich häng fest. Noch mehr Federn. Und ich möchte es glitzern hören. Was ist da gerade? Hallo? Da kichert doch jemand. Ah! Ah! Was war das? Hier spukt es. Dammit, hier spukt es. Zeig dich nochmal. Ohne mich zu erschrecken, wenn es geht. Okay. Oh boy. Spannend, wer bist du, was bist du? Hier gibt es Geister. Gibt es hier tatsächlich Geister? Wir werden das gleich herausfinden. Beziehungsweise, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir werden es im nächsten Part herausfinden. Okay. Ja, da sehen wir auch schon mal das Pagey. Oder das Pagey-Stück. Darum werden wir uns im nächsten Part kümmern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und... dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.